Servus. Servus. Im heutigen Video haben wir wieder unseren Fiat Stilo 1.6er. Und zwar haben wir bei dem im Check-Video festgestellt, dass die Bremsanlage hinten defekt ist. Also die Bremsscheiben sind stark verschlissen. Genauso wie die Handbremsseile. Die sind ja durchgegammelt. Und ja, genau, das wollen wir heute im Video bearbeiten. Und das fangen wir jetzt einfach mal an. So, hier haben wir unsere neuen Produkte. Und zwar haben wir jetzt hier die Bremsbeläge und die Bremsscheiben. Mal halt hier, ne, ist von ATE. Genauso wie wir die, ja, die neuen Bremsleitungen haben, beziehungsweise die Handbremsseile. Bei denen ist immer zu beachten, das sieht man hier auch eigentlich ganz schön auf dem Schild. Da gibt es eine linke und eine rechte Einbauseite. Genau, und die werden wir da heute mit einbauen. Bevor wir die Bremsanlage neu verbauen, werden wir uns hier vorne aber erstmal Bremsflüssigkeit absaugen, damit es sich beim Zurückdrücken vom Kolben, ja, dass da nichts oben rauskommt. Haben wir jetzt hier unseren Behälter, womit wir die Bremsflüssigkeiten immer abziehen. Da kann man jetzt einfach den Schnorchel vorne reinhalten dann. Gut, und somit haben wir weitgehend die Flüssigkeit abgesaugt. Gut, unten ist natürlich noch ein Rest drin, das ist aber nicht schlimm, so hoch drückt es das auch nicht. Und der Rest, der nachher dann fehlt, den füllen wir mit frischer Bremsflüssigkeit wieder auf. So, als nächstes werden wir uns jetzt hier die Felge runternehmen. Da ist vorne so ein Deckel drauf, den kann man sich öffnen. Und dann sind da unten dann die, ja, die Radschrauben drunter. Die werden wir uns jetzt erstmal lösen, damit wir den Reifen runterkriegen. So, da sehen wir jetzt die Bremsscheibe nochmal. Und zwar haben wir ja schon im Check-Video gesehen, dass die komplett kaputt ist. Die werden wir natürlich ausbauen, genauso wie hier hinten das Handbremsseil. Das sieht man jetzt hier, da ist das aufgequollen, deshalb müssen wir das auch mittauschen. Da machen wir uns ein bisschen Rostlöser drauf, lassen wir es ein bisschen einwirken und dann werden wir hier die zwei Schrauben lösen. Dann kann man die Bremsscheibe sozusagen, ja, locker machen und dann kann man die da ausbauen. Schrauben lassen sich relativ schlecht abmachen, die sind ja schon so fest gegammelt. Wir haben uns einfach einen Schraubenzieher genommen, um die Bremsscheibe ein bisschen zu drücken, damit die, ja, fest ist. Wie man sieht, die zwei Schrauben sind jetzt gelöst. Jetzt kann man hier auf die Rückseite gehen. Jetzt haben wir das wieder, dass wir die zwei Schrauben lösen. Die, ja, die halten den Bremssattel sozusagen auf diesem Halter fest. Lassen sich aber relativ gut öffnen. Der Bremssattel an sich schaut noch nicht mal so schlimm aus. Der schaut noch recht neuwertig aus. Nur bringt es auch nicht, wenn die Bremsanlage dazu verschlissen ist. So, nachdem die zwei Schrauben gelöst sind, kann man jetzt hier mit dem Schraubenzieher den Bremssattel runterhebeln. Dann kann man schon mal, ja, die Bremsbeläge und die Scheibe ausbauen. Das sieht man hier auch. Die Bremsbeläge hätten zwar noch Fleisch gehabt, aber die sind natürlich komplett fertig. Die Materialien schauen wir uns gleich mal von nahem an. Kann man mal sehen, wie der Schaden an dem Zeug so ist. Man sieht, das bröselt auch alles schon komplett runter. Da war nichts mehr Gutes dabei. Gut, jetzt müssen wir noch den Halter runterbauen. Den Halter kann man so nicht drin lassen beim Bremsscheibenausbau. Der ist hinten mit zwei Schrauben befestigt. Die sieht man jetzt da. Und wenn die gelöst sind, kann man den rausnehmen. Den hätten wir sowieso rausgenommen, weil wir natürlich da auch den Bremssattelhalter schön sauber machen wollen. Der ist halt auch schon komplett weggegammelt. Und zwar werden die Schrauben mit einer 17er Nuss gelöst, damit man den Halter da runterbringt. Natürlich dementsprechend fest. Gut, und wenn die Schrauben gelöst sind, kann man jetzt hier den Halter einfach nach hinten wegziehen. Schauen, ob man die Bremsscheibe so runterkriegt oder ob die zu festgegammelt ist. Gut.
So ist die Bremsscheibe und jetzt sieht man hier die Radnabe. Die werden wir natürlich nachher auch noch sauber machen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die defekten Teile an. So, wir haben jetzt mal die alten Materialien. Also, wie man hier sieht, ist jetzt der alte Bremsbelag. Die sind so, ja, halt einfach glasig geworden und porös. Das sieht man auch an dem anderen, der ist jetzt beim Ausbau leider zersprungen. Aber da sieht man einfach mal, normalerweise lassen sie sich nicht so leicht zerbrechen. Dann haben wir hier noch die Bremsscheibe, das haben wir im Check-Video auch schon gesehen. Die ist richtig kaputt. Ne? Innen sieht es gar nicht mal so schlimm aus, aber natürlich kann man die so nicht mehr weiterfahren. Jetzt können wir uns da den Bremssattel mal anschauen. Also wie man sieht, der schaut jetzt auch nicht mehr so gut aus. Der ist schon überall ringsrum die Manschette eingerissen. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Wir werden jetzt schauen, ob man den Bremskolben noch zurückdrücken kann oder ob der Bremskolben bzw. der Bremssattel ersetzt werden muss. Also wenn es jetzt nach uns ging, würden wir da natürlich einen neuen Bremssattel reinmachen. Aber das ist natürlich immer vom Besitzer abhängig, ob er das Geld noch investieren will. Wir werden jetzt die Bremsanlage erstmal so einbauen mit dem Bremssattel und werden den Besitzer darüber informieren, ob wir halt dann den Bremssattel tauschen sollen. Wenn nicht, dann muss er halt so bleiben. Mit der Gefahr, dass die Bremsanlage wieder kaputt geht. Aber jetzt drücken wir erstmal den Bremskolben mal zurück. Jetzt kann man schauen, ob der Kolben überhaupt noch zurückfährt, wenn man den dreht. Oder ob der schon fest ist. Er lässt sich aber noch gut drehen. Zum Glück. Ich denke mal, spätestens wenn der nächste Winter kommt, ist es da vorbei. Weil wenn da Salzwasser reinkommt, was da mit Sicherheit reinkommt durch die Schlitze, wird der Bremskolben kaputt gehen. Das sieht man jetzt hier, also wie gesagt, der Bremskolben lässt sich zurückdrücken, aber die Gummimanschetten, die ist halt komplett kaputt. Ja, wie gesagt, uns bleibt aktuell nichts anderes übrig, als die Besitzerin dazu über zu informieren. Jetzt wird die Bremsanlage aber erstmal so verbaut. Was wir natürlich heute noch mitmachen werden, sind die Handbremsseile. Die werden wir uns jetzt erstmal hier aushängen. Und zwar haben wir jetzt hier unten so einen Stift drauf. Den muss man nach unten aushebeln, damit wir das Handbremsseil lösen können. Den Bremsseil haben wir uns jetzt hier ein bisschen eingeölt. Und zwar wollen wir ja oben den Stift wegnehmen vom Handbremsseil. Ja, muss man ein bisschen einölen, sonst kriegt man es nicht raus. Genau, dann hat sich das da schon gelöst. Dann kann man den hier oben durch das Loch rausziehen. Dann ist das sozusagen vom Bremssattel schon mal gelöst. Der ist jetzt frei. Jetzt ist da das Handbremsseil hinten noch. Das ist da auch eingehakt. Das geht da unten entlang. Und es geht halt komplett bis vorne durch. Hier oben ist da jetzt so ein Gummikopf drauf. Den muss man lösen. Da ist so eine Art Draht drin. Den kann man abmachen und dann kann man sozusagen diese Verbindung da oben rausnehmen. So, jetzt ist es rausgehüpft. Dann sieht man es, dann geht es hier unten entlang. Geht hier rüber zum Mitteltopf. Das läuft dann hier oben rein und es wird dann von innen vom Innenraum befestigt halt und gelöst. Auf der rechten Seite ist es ähnlich, da geht es aber unten entlang. Das werden wir jetzt hier drüben noch ausbauen und dann machen wir vorne weiter. Beide Handbremsseile sind jetzt da gelöst. Jetzt werden wir das Fahrzeug nach unten fahren, weil jetzt müssen wir im Innenraum weitermachen und die Verbindung lösen, damit wir die dann da durchziehen können. So, um die Handbremsseile rauszubauen, müssen wir hier die Mittelkonsole von dem Fahrzeug entfernen. Und zwar hat man hier unten Kreuzschrauben, vorne und hinten welche. Und dann kann man hier diese Mittelkonsole nach oben wegnehmen, weil da unten drunter laufen dann die Handbremsseile entlang. Nachdem die zwei Schrauben da unten gelöst sind, kann man jetzt hier oben diesen Ausströmer wegnehmen. Dann haben wir innen auch noch zwei Schrauben drin. Die muss man auch lösen. Also das ganze Mittelkonsolenteil, das ist in mehrere Teile
Ja, zusammengesteckt, das muss man sich erstmal hier komplett auseinandernehmen. Sonst kommt man unten nicht an die Seile ran. So, langsam öffnet sich der Weg darunter. Da unten ist dann jetzt schon, also da sieht man schon die zwei Seile liegen, wenn man da mal reinschaut. So, jetzt sind da unten diese Näschen drin. Die kann man jetzt da so rausnehmen. Das sieht man da. Und an den Nasen wird es sozusagen befestigt am Handbremsseil und hinten dann natürlich an den Bremssätteln. Das bauen wir jetzt aus und dann ziehen wir unten erstmal die alten Leitungen raus und führen dann die neuen da wieder rein. Jetzt haben wir den rechten hier noch aushängen, der ist damit so, ja, an so Plastiknäschen ist der befestigt. Die sind eigentlich recht einfach zu lösen. So, dann ist das schon getrennt. Jetzt haben wir hier oben noch in dem Schacht, da ist jetzt sozusagen das Verbindungsstück da oben drin. Und das muss da jetzt getrennt werden, damit wir das Handbremsseil nach hinten wegziehen können. So, dann kann man das schon rausnehmen. Jetzt sieht man hier mal das alte Seil. Wie gesagt, das ist ein Drum, das geht komplett von innen Raum bis nach hinten durch. Und dann kann man die so ersetzen. Auf der linken Seite ist es ähnlich. Nur da haben wir es halt jetzt noch unter dem Hitzeschutzblech liegen. Ist aber nicht so schlimm, das kann man sich schön da durchziehen. Und dann hat man das auch ausgebaut. Dann ziehen wir uns jetzt hier den anderen einfach durch den Unterbodenschutz raus. Das ist eigentlich das Hauptproblem gewesen, das sieht man jetzt hier nochmal. Also hier ist er schon richtig aufgegammelt an der Stelle. Der ist richtig kaputt. Ja, überall. Da ist überall Wasser rein, da ist Wasser rein. Das ist auch vorne rausgekommen beim Ausbau des Wasser. Die ganze Leitung ist komplett hinüber. So, hier haben wir jetzt das neue Teil. Also eingepackt in so Tüten. Wie gesagt, es gibt zwei verschiedene. Da muss man drauf achten, weil der rechte ist länger wie der linke. Weil der rechte geht noch unterm Tank entlang. Der ist ein bisschen verlängert. Und der linke geht ja unter dem Hitzeschutzblech entlang. Werden wir uns jetzt trotzdem mal gegeneinander anlegen, damit wir sehen, dass die Länge auch passt. Weil wir natürlich nicht möchten, dass jetzt das Falsche eingebaut ist. Aber normalerweise sollte das passen. Da ist auch dieser Schutzmantel wieder drauf. Damit jetzt mal aneinander hält, da sieht man das. Es ist genauso lang, das passt. Das Handbremsseil, das schieben wir uns da wieder durch das Loch oben durch. Bis es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Dann kann man es nämlich gegenhalten, genau, und dann ist es schon durchgeführt. Das kann man da wieder einhaken nachher. Aber vorher müssen wir es natürlich im Innenraum befestigen. So, und hier mit dem Plastikclip wird es jetzt da oben in dem Loch wieder eingedrückt. Dann rastet es oben ein. Hier sieht man jetzt, also jetzt ist es draufgesteckt. Jetzt wird es nach innen natürlich noch am Handbremsseil befestigt. Dann wird es hinten rechts am Bremssattel festgemacht und dann ist die Leitung eigentlich auch schon wieder eingebaut. So, nachdem die Seile eingeführt wurden, sieht man, dass das hier unten dann die neuen Seile drin sind. Die werden da wieder eingehakt in der Mechanik. Bevor wir die einstellen, werden wir natürlich erstmal die Bremsanlage komplett verbauen, weil wenn man das jetzt schon machen würde, dann kann es natürlich sein am Ende, dass die Bremsstärke zu fest oder zu schwach ist. So, die neuen Handbremsseile sind jetzt auch verbaut. Später stellen wir uns an der Schraube noch die Festigkeit ein und dann passt es. Nachdem die Bremsteile oben eingehängt sind, also sieht man jetzt hier, das haben wir jetzt hier alles wieder schön verbaut, da wo es überall hin soll, also über die Hinterachse, da drüben ist auch alles wieder fest. Jetzt haben wir hier hinten sozusagen die Kabel noch offen liegen, das sieht man links und rechts, ist klar. Jetzt werden wir uns erstmal die Bremsanlage natürlich zusammenlegen und dann kann man das wieder alles zusammenbauen. Hier haben wir jetzt unser Bremssattelhalter, den werden wir uns natürlich abreinigen. Die Spangen, die nehmen wir wieder her, die kann man nochmal benutzen, die werden wir auch ein bisschen sauber machen. Oben die Kolben, die kann man auch rausziehen, die werden frisch eingefettet und sauber gemacht. Jetzt können wir uns da die Spangen wieder drauf machen, nachdem es unten sauber ist.
Die Spangen werden wir uns jetzt ja auch noch ein bisschen abbürsten, damit die schön sauber sind. Dann kommt da ein bisschen Bremsenfett drauf. So wie man sieht, die Spangen sind jetzt auch schön sauber geworden. Da haben wir jetzt hier noch ein bisschen Bremsenfett. Dann nehmen wir das von Manol her. Das ist extra für die Bremsanlage gedacht. Viel braucht man nicht. Wichtig ist nur, dass das ein bisschen eingeschmiert ist, damit die Bremsanlage sich auch richtig bewegen kann und nicht anfängt zu quietschen. Das machen wir jetzt auf der oberen Seite auch noch und dann bauen wir wieder alles zusammen. Hier haben wir jetzt noch die Kolben, die müssen da auch wieder rein. Die werden ein bisschen frisch eingefettet. Die müssen auf jeden Fall gangbar bleiben, weil die werden auch gern fest. Und wenn die fest werden, dann wird die Bremsanlage fest. Ja, dann haben wir das gleiche Problem wie vorher, dann geht es halt wieder kaputt. Die haben wir oben und unten, da müsst ihr aufpassen. Es gibt zwei verschiedene Stifte, damit ihr die auch richtig wieder einbaut. Im nächsten Schritt machen wir die Radnabe sauber. So, wie man sieht, die Radnabe ist wieder richtig schön sauber geworden. Da können wir jetzt unsere neue Bremsscheibe anlegen und erstmal mit den zwei Montierschrauben befestigen. Also unter die Bremsscheibe macht man kein Fett drunter, damit die Scheibe auch richtig plan aufliegen kann. Es gibt welche, die schwören da drauf, aber normalerweise sollte man das eigentlich eher nicht machen. Als nächstes machen wir uns hier den Bremssattelhalter dran. Da haben wir wieder die zwei Schrauben. Jetzt können wir uns hier die neuen Bremsbeläge anlegen. Die sind auf beiden Seiten gleich. Also sprich, da muss man jetzt nichts groß beachten, außer halt natürlich die, ja, die Laufform. Die haben auf der Rückseite ein bisschen mit Bremsenfett eingefettet, damit die schön gangbar bleibt. Dann kommt oben der Bremssattel wieder drauf. So, wie man sieht, die Schrauben sind jetzt alle befestigt. Jetzt müssen wir uns natürlich unser Handbremsseil da wieder einfädeln. Da gehen wir vorne durch das kleine Loch durch. Hinten tun wir die Gummidichtung wieder nach vorne ziehen. Und dann werden wir den hier hinten einhängen. Genau, so wird die Handbremse festgemacht. Oben ist jetzt natürlich noch locker und Spiel. Das werden wir aber oben noch einstellen an der Handbremse. So, die Bremsanlage ist jetzt fertig verbaut. Wir haben jetzt oben auch das Handbremsseil fertig eingestellt. Was noch wichtig zu wissen ist, natürlich, wenn man die Bremsanlage fertig verbaut hat, bevor man das erste Mal losfährt, die Bremse 4-5 Mal komplett durchtreten, bis ihr merkt, dass da richtiger Widerstand da ist. Und dann kann man mit der Bremsscheibe natürlich dann auch losfahren. Vorne die Bremsflüssigkeit, die haben wir uns aufgefüllt. Da hat ein bisschen was gefehlt, dadurch, dass wir es abgesaugt haben. Aber ist alles soweit in Ordnung. So, das war jetzt mal das Einbauvideo zu dem Bremssatz für den Fiat Stilo hinten. Wie man gesehen hat, die Bremsen waren ordentlich verschlissen und kaputt, genauso wie die Handbremsseile. Das ist jetzt alles neu. Ich habe euch die Teile mal in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr das selber mal machen wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.